Jo, hi liebe Leute. Ja, Essen. Ich habe gerade erstmal was gegessen. Ich habe gerade mir erstmal ein Schnitzel reingehauen und eine Mezzomix-Dose. So, das reicht jetzt erstmal in Werbung, aber jetzt bin ich topfit. Boah, ich hatte einen Kohldampf. Oh, jetzt bin ich schön fertig. Ja, apropos fertig. Ich habe meinen Anzug gerade angezogen. Ich habe mir hier gerade das Schild einfach hingeschrieben mit Essen, damit ich nicht ständig belästigt werde. Weil wer mich beim Essen stiebt, der fliegt sofort. Regel Nummer 1. Regel Nummer 2, Chef hat immer recht. Und Regel Nummer 3, Chef ist Screen Fun. So, liebe Leute, ja, cool, dass ihr wieder am Start seid. Ja, es gibt viel zu zeigen, viel zu tun. Ja, ich möchte wieder einige rote Balken wegmachen. Und clevere Augen haben schon gesehen, dass er in Lava ist. Ja, ich hatte einen Lava-Teufel. Ich will aber nicht so drauf eingehen. Ich will den Leuten keinen Fame geben, weil die kriegen nur nicht mal ein halbes Prozent Fame von mir ab. Nein, das will ich nicht. Das will ich einfach nicht. Aber ich mache es gerade mal weg hier, weil ich gerade hier in der Nähe bin. Gut, machen wir das mal weg. Ja, fallen mal runter hier. Ja, ich hatte gerade noch einen Hilferuf hier von jemandem. Ich muss mal kurz in den Nachrichten schauen. Einen Moment. Jemand ist festgebackt und kommt aus seinem Haus nicht raus. Ich glaube, das müsste er gewesen sein. Der ist neu. Zeig mal her hier. Oh ja, das sieht. Das sieht nicht bequem aus, würde ich mal sagen. Guck mal her. Holen wir ihn mal aus der Türspalte raus. Tut doch weh am Kopf. So, du lebst wieder. Oh, was hast du denn für schöne Schuhe an? Ja, Chakalaka. Hä, wo bist du eigentlich drinne hier? Oder wo sind wir hier? Alter, wie kommt man hier raus? Was ist das hier für ein Knast? Ich möchte hier raus. Ja, komm hier. Einmal griefen hier. Jetzt seht ihr auch mal, was ich gegrieft habe. So, ist der hier eingebrochen oder ist der gegengeflogen? Ich dachte gerade, der bewegt sich. Oh Mann, jetzt kann ich keine Scheibe setzen oder was? Oh, immer diese Scheiben. Was ist denn das für ein Klotz hier? Wer ist das denn da? Da kommt schon der nächste Stalker. Wer ist das? Ach, Skillach-Treppe. Ah, ne, das. Hey, ich muss mal kurz gucken. Wem gehört denn das Haus nochmal? Das gehört doch nicht ihm. Ich muss kurz vorne gucken. Ich will gucken, ob es ein Einbrecher war. Upp. Das steht doch schon mit. Ne, von Darth Vader, genau. Ja, was machst du denn da drinne? Aber ich kann es verstehen, wenn man so rumfliegt. Dann, ja, dann knallt man mal irgendwo gegen. Ich hatte einen Screenshot gekriegt von jemandem. Das kann ich auch mal kurz zeigen. Möchte ich mal bitte einmal kurz zeigen, wie es aussieht von Leuten, die auf die Map einfach kommen. Wo war denn das nochmal in den Communities? Was die für ein Bild haben, wenn die auf die Map kommen. Das ist ja ganz anders als bei mir. Wenn ich auf die Map komme, dann steht jedes Haus. Das baut sich alles schnell auf. Aber das ist ja normal beim Host. Von daher, ja, kann ich jetzt mal einen anderen Blickwinkel sehen und ihr jetzt gleich auch. Ich finde das schon ganz schön interessant. Übrigens hier, das ist die Bau-Community. Hier wieder schöne Sachen drinne. Da suche ich mir mal schöne Sachen raus, mache da tolle Videos. Hier von Erdbeer-Johnny, genau. Da schreibt er, das ist meine Sicht, wenn ich beitrete. So, zum Beispiel sieht das aus. Alter, das ist ja grausam. Wenn ich überlege, ich komme auf einen riesen Server mit einer Riesenstadt und das sieht so aus, da wüsste ich gar nicht, wo links und rechts ist. Ne? Also, ihr könnt euch merken, wo mein Mund da unten ist, da ist Osten, ne? Da geht die Sonne auf im Osten, wo der Mund ist, ne? Mund, Osten, Sonne. Ne? Ist doch jedem klar, ne? Also mir jetzt nicht, aber ist auch egal, was ich weiß gar nicht, was ich hier gerade laber. Ist auch egal. Wir gehen jetzt erstmal wieder hier raus. Weil wir haben Wichtigeres zu tun hier, als dummes Zeug zu quatschen. Auch wenn ihr bei Screenfun seid, was ist denn hier? Oh, wer schleimt sich denn wieder hier ein? Oh, was ist denn hier? Bei Moddys Weihnachtsmarkt ist Lava. Ach, da ist auch Lava. Da war er auch. Aha. Ja, macht nichts. Ich merke mir das. Ich weiß, ich habe Elefanten gehen, liebe Leute. Ich weiß, wenn irgendwas war, ich weiß, wer auf der Map war. Und wenn es nochmal passiert, dann klatsch, weg. Sorry, Mann. Okay, danke. Danke. Ja, übrigens zum Moddys Weihnachtsmarkt, da muss ich nämlich auch noch. Da, oh, danke, danke, danke. Ich hoffe, das war für mich und nicht für den Griefer. Aber wir haben hier was Tolles. Oh, was Tolles von Macy. Wer kennt Macy nicht? Spätestens aus dem Stream, aus dem letzten Stream, müsstet ihr Macy kennen. Apropos Stream, ganz wichtig, was heißt ganz wichtig? Auf jeden Fall eine kleine Aufklärung. Stream. Es kann sein, dass ich in der nächsten Zeit einige Test-Streams mache. Das heißt, da rede ich jetzt nicht wirklich viel oder kommuniziere viel mit euch. Es sind einfach Testeinstellungen, weil ich habe ein neues, ja, ein neues Aufnahmeprogramm, so kann ich es mal nennen, und möchte so einige Sachen ausprobieren. Ja. Nur dazu, nicht, dass ihr dann verwundert seid, warum ist der jetzt nur eine Minute online, eine Minute Stream nur, oder warum redet der nicht, oder da passiert nichts, oder ist es Standbild. Das sind einfach Test-Streams. Ihr könnt auch natürlich gerne dabei bleiben im Chat, ihr könnt mir dann helfen. Ich schreibe auch ab und zu was in den Chat rein, aber hauptsächlich ist es nur ein Test-Stream. Also, liebe Leute, erwartet da nicht, dass ich da jetzt mega streame. So, ich muss erstmal einen Schluck von meiner Mezzo nehmen.
So, alles klar. So, das ist eine Bar von Macy. Ja, guck mal, mit der coolen Flasche. Das sieht schon richtig cool aus. Ich fahre mal so ein bisschen rum. Nehme meine Glasscheibe aus Sand. Nehme lieber meine Unterplinte in die Hand. So, die Bar. Hier wohnt die Barbara übrigens. Ja, die geht gerne in die Bar. An die Theke, ne? Andi. Der Andi steht gerne an der Theke. An die Theke, ne? Ja, meine Witze werden immer besser, immer flacher. Ja. Ja, tut mir leid für neue Leute übrigens, die auf die Map kommen hier. Zum Beispiel wie der gerade, der ist runtergegangen ist. Ja, ich vergebe jetzt erstmal keine Rechte, weil ich kenne euch nicht und das Projekt soll jetzt erstmal, die Bauruinen sollen jetzt erstmal Vorrang haben. Was ist denn hier? Ein Kotzbecken direkt, wenn man rauskommt? Ey, Macy, was ist das? Hä? Macy, bei dir ist doch alles durchdacht, aber warum sucht eine Toilette hier im Außenbereich was? Das verstehe ich. Noch eine! Hä? Da verstehe ich jetzt nicht wirklich, aber wir gehen jetzt mal rein. Ich lasse mich mal überraschen. Ich glaube, der eine Typ da hinten steht immer noch AFK rum. Ah, sorry Leute, ich muss einmal noch mal kurz in Nachrichten gucken, was da los ist. Bitte einmal noch gucken. Kann ich auf deinen Server warte schon 3 Stunden auf dich? Alter. 3 Stunden? Okay, ich glaube, das ist Rekord. Einen Moment, liebe Leute, ich muss mal kurz hier kurz schreiben. Ja, komm. Wer 3 Stunden wartet, der hat es auch verdient, einmal mich in Real Life zu sehen. In Real Life, in mein City zu sehen, sagen wir es mal so. Jo. Alter, ich will hier rein. Du kommst hier nicht rein. Ich nehme erstmal mein Menü aus Hand, das stört mich. Das ist hier die Diskothek bzw. Bar. Das gucke ich mir mal alles an. Wer ist Lila da hinten? Ach, sorry Leute, tut mir leid, ey, ich werde immer abgelenkt. Aber hier, ich muss den kicken, der steht da hinten nur rum. Das ist zu schade für jemanden, der auf die Map möchte. So. Gut, die Bar. Hier ist so ein Sitzbereich. Da habe ich dann gedacht, so, wo ich von Weitem so geguckt habe, was ist das denn für eine Form? Wie so eine Medusa oder eher wie so ein Hirschgeweih so ein bisschen? Ja, sieht auf jeden Fall cool aus. Hat irgendwas wie so ein Hirschgeweih. Gut. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Sitzbereich. Guck mal, Garderobe direkt hier. Alles so ein bisschen dunkler gehalten. Passt ja auch ganz gut hier zum Ambiente. Ich fahre mal so die Wände entlang hier. Was haben wir denn hier? Female, Male. Ja, Frau, Mann, ne? Für Leute, die nicht so gut Englisch können oder noch kein Englisch haben. Ich weiß ja, hier gucken ja nämlich nur Kindergartenkinder zu, deswegen habt ihr ja noch kein Englisch. Boah, böser Diss an meine Abonnenten, böser Diss. Nein, Leute, ihr wisst doch, ist nur Spaß. Spaß muss sein, ne? So, May. Ich wollte gerade sagen, ihr könnt mich jetzt in den Kommentaren selber beleidigen oder dissen, aber das bringt nichts hier. Der Bot, der zieht alle Schimpfwörter aus den Kommentaren raus, die kommen gar nicht bei mir an. Von daher bringt das dann halt nichts. Ja, okay, ganz normale Toiletten halt, ne? Ganz normale Toiletten. Okay, gehen wir mal wieder raus hier. Ja, noch ein Tisch. Das wird interessant. Hier ist ein DJ-Pult. Oh, was geht ab hier? Guck mal, der DJ, der geht richtig ab. Ich wollte gerade sagen, der legt die Schallplatten ein, aber das war ja mal. Heute läuft alles nur elektronisch. Da. Kann man auch was machen? Der ganze Laden ist leer wegen der schlechten Musik, nur wegen mir. Okay, ja, cooles Hemd übrigens, so ein bisschen wie so ein Techno-Hemd, so ein bisschen sieht das aus. Ah, falle ich erstmal runter. Hallo, krieg ich ein Autogramm? Ich warte schon. Hallo, guck mich mal an. Ich habe mich heute extra fett geschminkt. Guck mal. Mich erkennt man nicht mehr. Mein Name ist Bibi. Ja, ich sehe auch aus wie Bibi im Gesicht. Ja, mir läuft die Nulle aus dem Mund. So, Alter, was hat der denn hier alles? Das sieht aber cool aus, ja klar. Braucht ein DJ, Musik braucht ein DJ auf jeden Fall. Gut. Was ist denn hier alles für Köpfe dran? Yeah. Da ist aber einer auf die Jagd gegangen. Viele Jagdtrophäen da oben. Okay, hier haben wir eine Bar. Übrigens, die Barhocker finde ich cool. Habe ich, glaube ich, Macy schon mal gesagt. Macy, die Barhocker sind cool. Jetzt hörst du es auch nochmal. Live. Ja, kann man machen so. Okay, gute Dame, was gibt es denn bei Ihnen so? Kühlschrank, was ist denn hier? Ist das Lager hier oder was? Ach, das ist das Lager, ne? Ah, guck mal, cool. Jetzt hier so ein Garagentor. Ja, das ist ja logisch irgendwie. Warum juckt jetzt meine Nase? Kennt ihr das? Boah, die Nase so richtig juckt, da muss man jucken. Da muss man kratzen. Ja, okay, das Lager. Na, gute Dame. Kühlschrank. Ja. Kleiner Thekenbereich. Bestimmt sind die Getränke nicht drinne. Ausverkauft. Ja, bei dem Laden, da läuft es halt, ne? Da ist so schnell alles ausverkauft. Cool. Aber
Was klackt hier? Habt ihr das gerade gehört? Bin ich nicht alleine? Ist hier ein Spieler? Wo ist derjenige? Jetzt gerade geklackt, habt ihr das nicht gehört? Was soll das denn sein? Oder Macy, ist das ein Geldautomat? Kann das ein Geldautomat sein in der Diskothek? Könnte, ne? Aber gerade hat es doch so geklackt. Okay, egal. Gehen wir auf die auf die Discofläche, auf die Tanzfläche. Ja, das ist elektronische Musik. Guck mal, da hebt man gleich ab bei dieser Musik. Jo, auf jeden Fall cool. Geiler Schuppen. Schön, auch die Decke ganz interessant. Jo, gehen wir mal raus. Ich möchte euch doch mal kurz diese Flasche so zeigen. Ich finde das ganz cool. Ich mag so Symbole an Gebäuden. Dann erkennt man sofort, was es für ein Gebäude ist. Oh, geil. Da hat er auch schon direkt die neue Getränkelieferung in Form von einem Laster gebaut. Der sieht aus wie aus meinen Tutorials. Das ist der aus meinen Tutorials. Boah, ist das schon lange her. Ich glaube, anderthalb Jahre, wo ich dieses Tutorial gemacht habe. Aber ich erinnere mich immer noch. Aber cool. Von außen gucken wir uns das mal an. Ja, auch mit dem Holzdach. Auch ganz geil. Parkplätze muss man ja auch haben. Für die Taxis zum Beispiel, die die Besoffenen alle wieder abholen. Okay, okidoki. Cool gemacht. Jo, wie lange nehme ich jetzt schon auf? Boah, ey. So schnell vergeht die Zeit, ey. Ich muss so viel zeigen, ey. Ey, ich wollte jetzt, kommt Moddys Dings. Ich muss erstmal die Schiffe suchen. Wo bin ich nochmal hier? Ah, ne, ich bin, glaube ich, ganz falsch. Ne, ich bin ganz falsch. Übrigens, der Fifi ist ja auch auf die Map gekommen. Ich wollte gerade sagen, das sind das rote Balken da rechts. Ist auch auf die Map gekommen und baut, die müsste sein Haus weiterbauen. Hier drinne. Da ich da nicht so gut reingucken kann, gucke ich mal, wo der ist. Ach, hi. Okay. Komme ich hier jetzt schon schnell raus? Ah, cool. Ja, er baut hier sein riesen schickes Hotel. Ich finde das ganz optisch ganz schön. So. Jetzt gucken wir mal weiter. Oh, jetzt geht der nächste runter. Es tut mir leid, Modi. Es tut mir leid. Dein Haus kommt auf jeden Fall noch. Ich verspreche es. Genauso wie alle Häuser kommen, die einen roten Balken haben. Aber wenn gerade ein roter Balken in der Nähe ist, dann ist das zeitlich natürlich cleverer, erstmal das zu zeigen, bevor ich dann von A nach Z fliege und dann wieder zurück und hin und her und dann vergesse ich die Hälfte. Ich kenne mich doch. Ich kenne mich doch. Ey, mach das nicht so lang, Erdbeer Johnny. So, Erdbeer Johnny, hier dein Haus. Sieht aus wie so ein YouTuber-Haus. Habe ich, glaube ich, schon mal in der Folge gesagt. Dieses typische Tutorial-Häuser. Dieses Haus gehört Erdbeeren-Johnny. Ey, der Name ist so episch. Feier ich richtig. Erdbeeren-Johnny, Alter. Besser als Himbeer-Johnny. Oder Gurken-Johnny. Ah, oh, Gurken-Johnny, das darf ich nicht sagen. Wir haben ja eine Gurke. Wassereimer, wofür ist das denn? Zum Saufen? oder zum Wachwerden, wenn man hier auf der Couch einschläft. Ich wollte gerade sagen, wer ist denn da draußen? Das sind immer noch die Blöcke, die runterfallen. Okay, der Gott hat Durchfall. Immer noch, der hat immer noch Durchfall, der Gott. Da oben, guck mal da. Blub, 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 blub. Wir werden angegriffen, die Marsianer. Okay, ja, ist alles sehr überschaulich hier. Aber du hast die Räume ganz gut genutzt für so ein kleines Haus, muss ich sagen. Ananas Johnny, hast du gut gemacht. So. Oh, ja, okay, der Garten ist 0815, sieht ganz einfach aus. Da hat Pfirsich Johnny einfach nur Knochenmehl verstreut. Alles klar. Jo, aber du hast es zu Ende gebaut, Bananen Johnny. Hast du gut hingekriegt. Oder war es doch Erdbeer Johnny? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, dein Haus ist auf YouTube. So, fliegen wir mal kurz hier lang. Ach, hier haben wir auch noch so ein Riesenflugzeug, stimmt. Vom Mattam. Von Mason, der auch auf der Map ist. Der hat dieses schöne Flugzeug gebaut. Boah, das ist ja Thumbnail verdächtigt. Ja, ist das er? Ach, guck mal, das ist er. Ja, genau, er hat das gebaut. Mit seinem Kollegen. Ich weiß nicht mehr, wie sein Kollege ist. Tut mir leid, weil er so selten auf der Map ist. Aber das haben die gebaut. Emirates. Emirates. Okay. Aber es ist interessant. Guck ich mir das mal von hinten an. Oh, das Griffon hat gesagt, von hinten. Ja, man muss ja von allen Richtungen das angucken, ne? Ja. Kann man machen. Auf jeden Fall. Schön. Die Form ist so ein bisschen dick, aber es sieht trotzdem im Endeffekt ganz gut aus. Wir sind ja auch keine Vollprofis hier. Wir sind nur ein Viertel Profis. Weiter geht's hier. Weiter geht's. Voll random. Was passiert als nächstes? Wo fliegt der Screenfan als nächstes hin?
Ja, es gibt man sucht die Schiffe, weil bei den Schiffen sind Sachen, die ich auch noch vorstellen möchte. Wo komme ich denn jetzt nochmal hin? Ihr könnt es mir glauben oder nicht, manchmal weiß ich gar nicht, in welcher Ecke ich hier in meiner City bin. Das ist so krank, weil hier alles so schnell entsteht und auch so weitläufig und so groß ist. Ja, hier entsteht unten auch was Schönes Grünes. Baut bestimmt gerade der Kiwi Johnny. Der Maze Bank Tower. Ich fliege mal so ein bisschen absichtlich heute im Außenbereich rum, weil der Außenbereich oft immer da vernachlässigt wird, weil ich mich meistens immer ja, da aufhalte, wo die meisten Gebäude sind. Aber ich vergesse das nicht. Warum ist da ein roter Balken? Ach, hier wurde ein Fahrzeug gebaut von Arai. Arai. Okay, Arai. Dann zeigen wir mal dein Fahrzeug. Das habe ich doch schon mal gezeigt, oder? Ich habe doch schon mal so ein riesiges Fahrzeug gezeigt. Was steht da dran? Konvoi. Ach so. Ah, Long Trailer. Ach, okay, das ist so ein Schwertransporter. Oh, sieht ganz gut aus. Hat er gut hingekriegt. Für ein Tutorial vielleicht. Ja, okay. Zu lang jetzt nicht wirklich. Guck mal, hinten das Begleitfahrzeug auch noch. Hat sich richtig Gedanken gemacht. Arai. Long Vehicle. Long Trailer. Sieht gut aus. Hast du gut gemacht. Übrigens, das müsstest du auch mal fertig kriegen. Das wäre richtig nice. Weil ihr wisst ja, 100 Folgen werden es auf jeden Fall von meinem CD2. Alles, was danach kommt, ist nur noch Bonus. Da muss ich dann gucken, wie viel ich noch mache. Hier, die ganze Mauer von Lukas, das wird niemals fertig. Aber Lukas hat den Stempel aufgedrückt bekommen. Er fängt was an. Er führt nie was zu Ende, Leute. Nie. Das war schon. Obwohl in Mind City 1 musste ich dir auch ein bisschen in den Arsch treten. Da hast du es aber hingekriegt, glaube ich, mit deinem Hotel. Da, doch, das hast du fertig gekriegt. Oh, nice, Lukas. Du besserst dich. Nee, du verschlechterst dich hier. Also, das sieht zwar geil aus, aber das wird, glaube ich, nichts mehr. Ich guck mal hier in diese Richtung. Da hat, also hier, einer der besten Bauer. Wer ist der beste Bauer? Nicht Bauer Heinrich hier, Bauer Hanni. Ja, der hat hier hinten noch ein Haus gebaut. Eine Villa. Da schaue ich mal, ob die fertig war. Das weiß ich jetzt gar nicht, gerade aus dem Kopf. In der Zeit trinke ich nochmal einen Schluck. Wie unprofessionell. Er könnte sich auch immer muten, der Screenfun. Okay, das ist noch nicht fertig. Da warten wir dann nochmal. Das sieht geil aus. Das sieht geil aus. Guck mal hier, da hinten hat Gott seinen Spinat ausgekotzt. Von ganz oben so. So. Übrigens, rechts war gerade das Weltenende. Dip, 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 dip. Fliegen wir mal hier entlang. Oh, ich werde verfolgt. Ich sehe es schon von zwei Leuten. Döden. Das Wettrennen. Das Wettrennen. Boah, manchmal habe ich auch Sprachprobleme in Deutsch, obwohl ich pure deutsche Kartoffel bin. Ich suche immer noch die Schiffe. Deswegen, Leute, kommt bitte auf die Map, wenn ihr was stehen habt. Schreibt mir bitte vorher eine PSN-Nachricht oder so. Oder kommt so auf die Map. Es ist wichtig, dass eure Sachen fertig werden, weil ich kann mir nicht von jedem was behalten, was ihr gebaut habt. Klar gibt es dann nur drei, vier, fünf Leute, von denen ich weiß, die noch was bauen müssen. Zum Beispiel Pixel Robin ist einer davon. Dann Mickey Witz. Da möchte ich gerne, dass diese Projekte fertiggestellt werden, weil die haben sich so viel Mühe gegeben, so viel. Das ist schon fertig. Das habe ich schon gezeigt übrigens. Hier. Das ist schon gezeigt worden. Bitte keine. Oder hast du was verbessert? Warte mal. Warte mal, der ist doch hier. Der ist doch hier. Warte, war das. Also ich muss mal kurz gucken, wie das Haus gehört. Nicht, dass ich hier einen falschen gleich hinhole. Und der weiß gleich von gar nichts. Der denkt, ey, hier waren Schilder dran. Mach die Schilder nicht weg. Ach, das ist doch Night Gamer. Komm mal her. Komm mal her, mein Freund. So. Ach, ist das dieser Mats Litz, der 3 Stunden gewartet hat? Warte mal, der ist auf der Map. Ah, okay, warte mal. Ja, warte mal. Geh mal mit deiner Birne aus meine Birne. Ich sehe sonst gar nichts. Warte. Wurde schon. Ey, meistens habe ich immer recht. Meistens weiß ich, was ich gezeigt habe. Also zu 98%. Jetzt natürlich ist nur eine Chance von dir, dass du sagst, hier wurde noch was da hinzugefügt. Haha, okay. Holen wir uns mal den Dings hier hin. Gleich, der kann gleich da hinten bauen.
Okay, der kann jetzt hier bauen, warte. Jetzt kommen sie alle demnächst. Ey, ich warte schon 4 Stunden. Bitte lass mich drauf, bitte, bitte. Nein, auf den Trick falle ich nicht rein, Leute. Wahrscheinlich hat der mich jetzt selber verarscht hier, aber egal. Hier, Fläumchen. So, und nix griefen hier, ne? Hier, komm her, Peter. Peter Pan, hier. Guck mal, da habe ich was geschrieben. Jo, okay, was hat Dings jetzt, Night Gamer? Ah, der hat gar nichts geschrieben. Ah, okay. Ja, Night Gamer, Night Gamer LP? Wie hieß du nochmal? Night Gamer LP. Ja, Leute, ihr müsst meine Folgen schauen. Das habe ich schon zu so vielen Leuten gesagt. Nicht hier mal nur hier bauen, ihr müsst mich auch unterstützen. Und das tut ihr, indem ihr Folgen von mir schaut, ne, liebe Leute? Schauen, liken, wenn es euch gefällt. Aber es wäre echt nett, wenn ihr meine Folgen auch schaut. Dann seid ihr auch informiert und ihr unterstützt mich. Ihr unterstützt den Kanal Screenfun, ne? Und wenn ihr mich gerne habt und noch wollt, dass viele schöne Sachen passieren auf meinem Kanal, dann solltet ihr mich unterstützen, indem ihr einen Klick auf meine Videos macht. Weil, ja, das hilft mir sehr. Ich möchte jetzt nicht so ins Detail gehen, aber ihr unterstützt mich in vielerlei Hinsicht. Und wenn ihr das tut, dann gehört ihr zur Screen Army. Dann kriegt ihr einen Orden von mir. Dann komme ich persönlich zu euch mit so einem Generalanzug, mit so einer Blaskapelle vor eurer Haustür. Eure Mama weiß gar nicht, was los ist. Dann überreiche ich euch so einen Orden. Den klebe ich euch dann an euren Pullover. So, ja. Die Folge ist schon rum. Tut mir leid. Tut mir leid. Ich werde dieses Gebäude mit diesen zwei Särgen da rechts und links in der nächsten Folge vorstellen. Und da kommen auch noch ganz andere Sachen vor. Ja, Modi, deins kommt auch vor. Auf jeden Fall ist die Folge leider schon zu Ende. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Liken nicht vergessen, liebe Leute. Ihr könnt mich auch gerne weiterempfehlen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.